Heute ist der 7. Tag. Eine Woche Rohkost. Eine Woche Rohkost. Und ich muss sagen, ich habe zu Christian schon gemeint, ich habe zu Hause noch Brot liegen und weiß ich nicht was. Ich muss meine Mutter anrufen und sagen, die soll alles mitnehmen, weil ich echt sowas nicht mehr essen möchte. Halt. Naja, egal. Gut, heute Morgen gab es ein Smoothie, aber diesmal ohne Grünkohl. Der war diesmal sogar rosé-rotfarben ein bisschen. Und der Christian wird uns jetzt mal verraten, was da so drin war. Da waren Himbeeren drin, da waren rote Beete drin, da war dieser 9 Cent Salatkopf von gestern drin. Mhm. Wir gestern einkaufen für 9 Cent so einen Salatkopf, den sie halt ja, mal billig angeboten haben. Und dann war drin Apfel war drin, eine Orange war drin, Banane war drin, Limette war drin. Mhm. Genau. Okay. Ja. So, dann gab es heute zum Mittag bei Christians Mama einen Krautsalat und einen Blattsalat. Normal gemischten Salat. Genau, normalen gemischten Salat, den haben wir gegessen. Dann wurden uns die Haare geschnitten, wurden wir schön gemacht wieder. Christian nackig, Chiara nackig, beide nackig. So, ja, und dann haben wir... Ja, ich müsste jetzt eigentlich los, weil ich wollte ja das zeigen, was ich heute zum Abendbrot und jetzt gegessen habe. Jetzt liegt es aber noch in der Küche. Naja, auf jeden Fall auch alle Salate kombiniert, also Krautsalat, Blattsalat, Kokossalatsuppe von gestern. Eigentlich Kokossuppe, aber das zum Kokossalat geworden ist, ja. Und Bratlinge, yummy. Ja, Rohkostbuletten. Wir haben heute Rohkostbuletten gemacht. Wir haben das Rezept von Raw Future von Marlon gemacht. Vielleicht kriegst du es hin, die Infokarte oben einzublenden. Wenn ja, dann ist oben die Infokarte. Ja, ist von Marlon Raw Future. Die Buletten schmecken echt wirklich gut, kann man so sagen. Mal de Bene. Ja. So, achso, jetzt, ja, jetzt sind wir mit Essen fertig, ja? Ja, jetzt kommen wir zum Stuhlgang. Achso, und ich habe 2 Gramm wieder zugenommen, weil ich jetzt 53 Kilo wiege, aber passt schon. Datteln gegessen. Achso, siehste, naja. Ja, mein Kopfschmerz immer noch so leicht, aber es geht eigentlich heute. Es geht. Ich bin halt mega entspannt irgendwie, ne? So, ich groove mich dahin. Naja, ja. Ach so, und sonst habe ich heute noch getrommelt und gesungen und es war total schön, endlich mal wieder singen und trommeln. Das ist ganz wichtig für mich, irgendwie merke ich. Und um einfach ich zu sein, bei mir zu sein und ja, was Schönes für mich zu machen, auch wenn ich woanders jetzt gerade bin, ja, und nicht in Berlin, in meiner Heimat, wo ich da alles Gewohntes bin und so, ne? Es ist ja jetzt komplett neu für mich, auch bei jemandem zu wohnen, Christian und so. Aber er stellt sich ziemlich gut an und kann ich ihn nur weiterempfehlen. Wie sieht es eigentlich aus, wenn du jetzt alles essen könntest, was du wollen würdest? Was wäre jetzt so das, wo du richtig Appetit drauf hast? Jetzt in dem Moment. Gar nichts. Ja, brauchen wir nicht zu sagen zur Rohkost, würde ich sagen. Ja, ich habe ja gesagt, wie gesagt, ich finde es echt lecker. Und ja. Ich habe mir jetzt überlegt, gleich mir irgendwie so einen Mixer, so einen Hochdingster-Bumster-Mixer zu holen. Mhm. Und so ein Dürrgerät. Ich bin wie gesagt sehr begeistert. Und ich wusste schon von Anfang an, dass es mir halt echt nicht schwerfällt. Und deswegen, ja. Naja, wir sehen uns morgen wieder. Ha? Alles klar. Tschüss. Tschüss.